So, das bauen wir da hinten an der Plantage rum. Wie viele Leute sind denn eigentlich arbeitslos? Obdachlos sind schon mal 17, Arbeitslose sind, gibt's nur 9. Okay. Wie sieht's mit der Klinik aus? Die ist fast schon überlastet. Ich baue mal hier den Krankentrakt. Ansonsten kriege ich Probleme. Und das nächste, 11 Bürger kamen an. Das nächste, was es passieren wird, ist, dass ich eine Dingsplantage baue. Ein Sägewerk, mein Gott. Bisschen Geld noch. Kleines bisschen Geld noch. Das wäre toll. So, oh. Wir kriegen jetzt, glaube ich, könnte ich mir jetzt sogar schon die, ja, jetzt kann ich mir schon die Rumdistillerie leisten, aber dann ist mir die Rumdistillerie auch ein wenig wichtiger wie das andere. Brauche ich jetzt die direkt hier ins fruchtbare Gebiet? Nein. Ich würde sagen, wir verlängern hier mal die Straße ein bisschen und dann... Ich baue mich hier auch hier wieder so weit nach außen, wie ich kann. Habe ich gut gezielt? Jawohl. Die Rumdistillerie ist wichtig. Wir konnten im Rahmen einer Militärausstellung einige Panzer in unsere Finger bekommen. Damit haben wir im Handstreich große Teile Europas erobert, bis uns der Sprit ausgegangen ist. Wir haben die Vehikel zerlegt und hierher gebracht. Nun müssen wir nur noch herausfinden, wie man sie wieder zusammensetzt. Die Militärbasis haben wir damit freigeschaltet. Und, ich wollte in die Forschung reingucken. Tischmanieren ist das nächste. Ich hätte gerne aber tatsächlich vorher das Trockendock. Dann Tischmanieren, Generäle, Sozialismus. In dieser Reihenfolge. Und dann müssen wir uns demnächst um Militärbasen kümmern. So, meine Geld. Nachforschungen haben ergeben, dass die USA schon bald die Prohibition einführen werden. Oh, woher könnte diese Information denn stammen? Der gesunde Menschenverstand sagt, der Alkoholschmuggel wird eine ganz große Nummer sein und wir können davon mächtig profitieren. Besitzen Sie eine Rumdistillerie? Belohnung plus 10.000 in die Staatskasse. Gut, dass wir gerade eine bauen. Das trifft sich sehr gut. Das nächste, was wir übrigens bauen werden, ist ein Sägewerk. Dann haben wir nämlich, glaube ich, alles Profitliche geschafft. Und danach brauchen wir wieder 2 Militärbasen. Die fressen viel. Und dann sollten wir uns wieder ein bisschen um die Bevölkerung kümmern. Nächste der Aufgabe. Der Orden hat ein Lieferabkommen für einige Panzer der 3000er-Serie abgeschlossen. Entwickelt von den besten Ingenieuren Italiens. Ein vielversprechendes Modell, das alle anderen Panzerfahrzeuge auf dem Schlachtfeld in die Tasche stecken wird. Da bin ich mir sicher. Es könnte jetzt ein interner Witz sein für alle Leute, die sich mit Panzern auskennen, zu denen ich nicht zähle. Naja, der Orden wird sich um die Details kümmern. Sie müssen unseren italienischen Partner allerdings mit Rohstoffen versorgen. Wir brauchen 5000 Baumstämme dafür. Okay. So viel zu dem Thema. Das heißt, doch nicht das Sägewerk als nächste Aufgabe. Ab mal kurz in den Handel reinschauen. Baumwolle geht gerade gut, Baumstämme. Puh, ja. Planken. Ich glaube, wir müssen langsam mal Stahl oder sowas anfangen, aber gut, im Moment geht's noch. Holzexport 1785. Juhu, wir haben wieder ein bisschen Geld. In der Zwischenzeit kümmern wir uns jetzt mal wieder ein bisschen um die Bedürfnisse der... Unsere Matrosen sind anscheinend auf die versunkene Stadt namens Rlöhe gestoßen. Wir sollten jemanden schicken, der sich mit den Einheimischen trifft. Hey, sieht so aus, als ob das die Heimat von dem Fischtypen wäre. Es sind hier noch weitere Fischtypen zu sehen. Ich habe mich mal umgehört und erfahren, dass ihr Präsident Cthulhu
Oh, ist das irgendwas nicht mit Azteken oder sowas? Heißt und er gerne ftankt. Ich hab keine Ahnung, was ftankt heißen soll. Ich weiß zwar nicht, was es bedeutet, aber es hört sich nett an. Wen sollen wir für die diplomatischen Gespräche in die versunkene Stadt Rileys schicken? Penultimo, ein Familienmitglied, Charaktere aus Tropico 4 schicken. Ich würde sagen, Charaktere aus Tropico 4 schicken. Ich habe zwar keine Ahnung, wer das sein soll, aber ich habe sowieso keine Ahnung, was da jetzt die gute und was die noch bessere Entscheidung gewesen wäre. Kümmern wir uns mal ein bisschen um Unterhaltung. Machen wir ja mal ein Restaurant. Dann noch ein Kabarett, was vielleicht ein bisschen außerhalb liegen sollte. Da, Kabarett. Und schon haben wir kein Geld mehr. Aber ich habe wieder was für die Bevölkerung getan und die Bevölkerung wird mich deswegen wieder besser mögen. Obdachlosen hätte ich aber trotzdem vielleicht, hätte ich vielleicht ein bisschen bevorzugen sollen. Na gut, wir werden sehen. Das Restaurant ist schon auf jeden Fall schon mal fertig. Gut, da müssen auch nur ungebildete Personen hin, aber naja. So, das Kabarett wird das als nächstes gebaut. 17 Bürger kamen in Tropico an. Oh mein Gott. Ananas war von den Fischmenschen und ihrer Rechtschreibung sehr geschockt. Zum Glück hat sie auf dem Rückweg ein paar Matrosen getroffen, die sie aufheitern konnten. Sie hat folgendes über die versunkene Stadt Rilly gesagt. So viele Buchstaben und alle an der falschen Stelle. Ich werde mich dort nicht mehr blicken lassen. Sie konnte jedoch neue Freunde gewinnen, wodurch wir neue Handelsmöglichkeiten haben. Effekt 2 kostenlose Schmugglerhäfen. Das muss ich mir natürlich angucken. Schmugglerhäfen. Importiert illegal zusätzliche Waren von gestandenen Importhandelsrouten. Alles klar. Muss an der Küste platziert werden. Ist es nicht an der Küste? Bin ich jetzt blöd? Hä? Okay. Offensichtlich ist das alles nicht an der Küste, aber am besten nicht hinterfragen. Das kann es jetzt wirklich nicht sein. Weiß ja nicht gerade eben. Muss an der Küste platziert werden. Das ist doch an der fucking Küste. Wir werden es gleich sehen, wenn wir das Trockendock haben. Wie es dann aussieht. So. Eine Aufgabe. Die Prohibition hat begonnen. Zeit, den Markt mit illegal hergestelltem Alkohol zu überschwemmen. In unserem hauseigenen Tropico-Kabarett gibt's jede Menge Spaß, Leidenschaft, Tanz, Freude und spärlich bekleidete Damen. Eine Art Jolly Roger in klein für alle Stadtbewohner. So, das Radio hat mich ein bisschen unterbrochen. Ich vermute, dass dies kriminelle Elemente anlocken und es sich negativ auf die Politik auswirken wird. Doch die Profite werden immens sein. Ja gut, das nehmen wir doch einfach mal an. Präsident, oh Gott. Nach langer Suche haben wir den Kompass gefunden
er befand sich in ihrem Schrank hinter den Plänen für die Weltherrschaft neben der Rumflasche. Ich habe ihn unserem kurzsichtigsten Kapitän ausgeliehen, damit er nicht mehr nur nach Gehör segeln muss. Ich glaube, da bedankt sich die gesamte Seefahrt. Maschinerie dafür, keine Ahnung. Trockendock haben wir dafür auf jeden Fall und dieser hässliche Nebel ist weg. Ich glaube, da sind wir uns einig, das ist nicht schlecht. Was kostet denn ein Trockendock? Was wir wahrscheinlich unter irgendeiner dieser Punkte hier finden werden. Oder auch nicht. Doch, da war es. Trockendock. 16.000, oh je. Das zügellose Liebesleben in ihrer Familie hat zu einer unerwarteten Schwangerschaft geführt. Organisieren Sie eine schnelle Hochzeit, bauen Sie eine Kirche. Ich muss eh bald eine neue Kirche bauen. In 9 Monaten. Oh Gott. Neue Kirche, nächstes Geld. X geht in die Kirche. Präsidente, ein Fisch kam mit einer Nachricht aus Rühe an. Es sieht so aus, als ob sie ein paar Dosen haben wollen. Die Fischmenschen von Rühe haben viele Bedürfnisse. Da ihre Stadt aber unter Wasser ist, kann man ihnen trockene Güter nur in Dosen schicken. Deshalb wollen sie etwas von unseren Konserven. Sie werden den Inhalt wegwerfen und die Dosen behalten. Als Gegenleistung bekommen wir ein paar ihrer intelligentesten Bürger, die Tropico helfen werden. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Präsidente! Ich nehme es trotzdem mal an. Oh. Ich mag diese Adriana nicht, Präsidente. Sie ist immer unfreundlich zu mir, beschimpft mich mit Wörtern wie dummer Affe und mag meine Pläne nicht. Selbst dann nicht, wenn sie funktionieren. Ich schlug beispielsweise vor, eine Fischereiflotte zu benutzen, um Minen vor unserer Küste zu legen, aber sie lachte mich nur aus. Können wir das nicht machen, Präsidente? Bitte? Bauen Sie 2 Fischereihäfen. Natürlich, das können wir gerne machen. Wir müssen gerade noch ein paar Anleihen ausgeben, weil ich die Kirche jetzt doch ein bisschen dringender bauen muss. Kirche. So. Gut, Rumexport. Oh ja, natürlich. Jetzt habe ich natürlich gerade in dem Moment Geld bekommen. Einen kleinen Laden könnten wir trotzdem auch noch, auch zum Beispiel auch nochmal errichten. Weil der wird überfüllt sein. Na gut. Oder auch nicht, aber das kostet ja auch nicht viel. Polizeiwache geht eigentlich. Was wollte ich dann? Dann mache ich noch schnell ein Sägewerk. So, wo baue ich denn das Sägewerk jetzt am besten hin? Dann planen wir schon mal einen Fischereihafen. Aha, das ist Küste. Das hier. Das ist doch alles, gerade eben war es hier an einer Stelle. Ah. So. Der ist nicht ganz so wichtig, deshalb Baupriorität niedrig. Eine Militärbasis können wir aber schon machen, weil die gratis ist.
Das sollte erstmal für ein kleines bisschen reichen. Und jetzt können wir auch erstmal wieder das Ganze mal bauen lassen. Neues Kirche. Da ist die Baupriorität mal ein bisschen höher. Gibt es jetzt irgendeinen guten Handel? Schmuck. Naja, Fleisch machen wir immer noch. Auch nicht mehr so lange. Zucker bringt auch nicht so viel, da wir den weiterverarbeiten. Kohle auch nicht. Stahl nicht. Wir bleiben aber bei dem Fleischstil, auch wenn der uns nicht so viel bringt. Kamerad Präsidente, das Rote Buch sagt, dass die Menschen der Revolution nicht einfach nur durch den Kampf gegen das Böse folgen können. Sie brauchen ein positives Ziel, das sie zum Träumen bringt. Unser gemeinsamer Kampf gegen den tyrannischen Turbokapitalismus kennt kein Ende. Ich glaube fest daran, dass die Revolution weiter wachsen wird. Doch die Kommunisten beklagen sich über ihren langsamen Verlauf. Sie brauchen ein Symbol, das sie vereinigt. Und die Erhöhung von Zufriedenheit, Gesundheitsversorgung um 15%. Ich habe das Gefühl, die haben sich irgendwie diese Sätze nicht so richtig durchdacht. Wäre ein solches Symbol. Erhöhen sie die Zufriedenheit, Gesundheitsversorgung um 15%. Ja, die haben sich da überhaupt nichts dabei gedacht geführt. So, die eine Aufgabe haben wir erledigt. Komm, weiter. Ich danke. Mag diese wir nehmen das Adria. Jetzt an. Neue Fischereihäfen. Was ist das? Kann ich das wieder normal priorisieren? Nach der Geburt des Erben schwiegen alle Tiere. Ein Lichtstrahl brach durch die Wolken. Und der Chupacabra persönlich kam zur Krippe, um sich vor dem Baby zu verneigen. Wir kriegen eine Altruistin, die ein vollkommener Engel ist. Ich glaube, auf jeden Fall die Mutter ist klar erkennbar. Kamerad Präsident. Jetzt nehmen wir das noch an. Gesundheitsversorgung. Werden wir irgendwann mal machen. Den einen Fischereihafen haben wir jetzt. Jetzt bauen wir den zweiten Fischereihafen noch. Wow. So. Die Straße schlängelt sich jetzt, glaube ich, so ein kleines bisschen. Das geht. Und dann, was kostet denn eine Konservenfabrik? Bauen Sie ein beliebiges Kraftwerk. Jetzt brauchen wir auch noch Strom. Was gibt es denn hier für Verbesserungen? Hier sind unsere neuesten Forschungsergebnisse. Ausländische Diplomaten stimmen uns 45% häufiger zu, wenn unsere Diplomaten weniger oft furzen oder stinken. Wir fanden außerdem heraus, dass 33% aller ausländischen Diplomaten das Rülpsen zu Tische missbilligen. Und satte 95% gaben an, dass sie es als sehr negativ empfinden, wenn unsere Diplomaten nackt auf dem Tisch stehen und die Nationalhymne singen. Wer hätte das gedacht? Mich wundert tatsächlich eher die Zahl 95%. Was machen die anderen 5%? Betrunken mitsingen? Gut, soweit dazu. Ich guck mal in den Forschungsbaum rein. Ich glaube. Oh. So, der Sozialismus, da ist nicht ganz so wichtig. Also, die Reihenfolge ist dann mir doch eigentlich wichtiger. Die akademische Abteilung und Verordnungen, Staatsschulden. Wir kaufen mal ein bisschen was von unseren Schulden zurück, da müssen wir nicht ganz so viel zahlen. Und dann müssen wir demnächst auch mal wieder eine neue Klinik bauen. Es wird alles gerade nacheinander abgefertigt. Wahrscheinlich genau in der Reihenfolge, wie wir es auch bauen lassen wollten.
Die Konservenfabrik, da brauchen wir dann ein Kraftwerk und das könnte interessant werden. Ich kann gerade eh keine Aufgaben annehmen, also muss ich hier noch jemand ein bisschen gedulden. Präsidente, meine Karriere als Wettervorhersager ist am Ende. Ich habe allen einen warmen und sonnigen Tag versprochen. Und jetzt wütet ein Tornado auf der Insel. Ich vermisse die gute alte Zeit, in der Sunny mir die Wettervorhersage gegeben hat. Oh ja. Ja, Naturkatastrophen gibt es natürlich auch wieder. Wer hätte es gedacht? Und natürlich, wie immer, mitten in der Stadt mietet, mietet das Ganze. Ich baue mal ein Transportbüro, ein neues. Weil ich glaube, wir haben mittlerweile schon relativ viel Zeugs wieder. Und da hinten sehe ich schon wieder das erste Opfer von diesem Tornado. Und Verordnung Staatsschulden kaufen. Ist der nur Triple B? Oh. Hoffe. Gut. Soll mich nicht stören? Der Orden hat seine Kontakte überall, Präsidente. Unser Mentor Lian Kane hat mich einigen zwielichtigen Typen vorgestellt, die auf Isla Rocha wohnen. Sie könnten uns helfen, wenn wir ihnen den richtigen Anreiz bieten, versteht sich. Diese Personen haben angeboten, beim Beginn der Invasion einige der feindlichen Schiffe zu sabotieren. Das kostet natürlich eine Kleinigkeit, versteht sich. Ja gut, ich nehme es mal an. Das haben wir dann im Hinterhand. Jetzt kann ich genau vorhersagen, wann Vieh, Hütten und Möbel auf die Insel herabregnen. Hier ist der Schadensbericht. Drei Bürger wurden getötet und zwei Landhäuser sind draufgegangen. Na gut, das ist zu verkraften. Der Tornado war scheint also nicht allzu stark. Jetzt möchte ich aber wissen, ob ich diese freien Schmugglerhäfen auch bauen kann. Als Trockendock. Das Trockendock ist fett. Das Ganze muss wieder an der Küste platziert werden. Bürger kamen in Tropico an. Und ich baue es jetzt einfach, komm. Ein zweites Baubüro. Was natürlich jetzt hier wieder nirgendwo mehr reinpasst, aber was soll's. Bauen wir es halt hier hin. Jetzt brauche ich erstmal ein bisschen höher priorisiert. Und dann möchte ich wissen, wo ich die Schmugglerhäfen hinbauen kann. Hier vermutlich einfach wieder nirgendwo hin. Ich meine, also die konnte ich jetzt erbauen. Diese Schmugglerhäfen kann ich irgendwie nirgendwo bauen. Was soll denn der Mist? Naja. Zwei freie Schmugglerhäfen, die Belohnung hat es also voll gebracht. Bisschen blöd, aber naja, was soll's. Dann, ja gut, erstmal jetzt ein bisschen bauen lassen. Und auch mal wieder beim Handel reingucken.
Schmuck gibt's gerade, der Rest ist so ein bisschen... Puh, ja, muss nicht unbedingt sein. Präsident, mir liegen Informationen vor, dass ein Weltkrieg bevorsteht. Wir müssen vorbereitet sein. Auch wenn meine Quellen sich irren, sollten wir uns vorbereiten, dann können wir selbst einen Krieg beginnen. Ja, nein, gerade kein Interesse. Vielen Dank, Penultimo. Wie sieht's mit dem Almanach aus? Hier war's ja. Obdachlose 41. Und die Gesundheitsversorgung ist extrem mies. Präsident, wir haben herausgefunden, wie wir die Überlebenschancen unserer besten Soldaten erhöhen können. Wir müssen lediglich die unfähigsten und nutzlosesten Kämpfer in Paradeuniformen stecken und sie in der ersten Schlachtreihe positionieren. Es ist verblüffend, wie gut das funktioniert. Alles klar, Managerfertigkeit für Militärgebäude freigeschaltet. So, was haben wir denn hier alles? Hier machen wir einen Gewerkschaftler. Hier bauen wir einen Mentor hin. Hier machen wir einen Taktiker. Mitarbeiter. Hier. Aufrührer. Hier bauen wir einen Vorarbeiter noch ein. Einen Erfinder. Kann ich gerade nicht brauchen. Dann kümmern wir uns jetzt mal ein bisschen um Wohnraum. Ich schätze mal, wir werden jetzt langsam Richtung Mietskasernen gehen. Sind die größer wie da oder wie sieht das aus? Ne, die kann ich da bauen. Kann ich da jetzt noch die Straßen durchziehen? Das wäre ganz allerliebst. Jawohl. Sehr gut. Das sollte auch eine Verbesserung geben. Und dann noch eine weitere Klinik. Oh je. Wo baue ich jetzt noch eine Klinik ein? Ach, wie wär's hier? Ist eh ziemlich egal. Kommt schon, 99%, ist das euer Ernst? So. Highschool-Mitarbeiter sollten wir eigentlich genügend haben. Haben wir auch. Alle Militärbasis haben wir jetzt auch schon wieder gebaut. Der zweite Fischereihafen, da wird auch schon dran gebaut. Sehr gut. Haben wir irgendwo ein Bergwerk für Kohle? Das wäre ganz allerliebst. Ah, haben wir. Dann bauen wir da jetzt an der Stelle nämlich einfach mal ein Bergwerk hin. Und bauen dann irgendwann demnächst ein Kraftwerk. Das uns eigentlich dann wie viel kosten wird.
16.000.